Willkommen beim munteren Kistenschieben mit Lava hier bei Memento Mori 2, Wächter der Unsterblichkeit. Und ich habe mir nur meine Gedanken gemacht seit dem letzten Part und muss sagen, diese Leiter, die hat irgendeine Relevanz, sage ich mal. Und nachdem ich den hier nicht reinschieben kann, um ihn dann raufzufahren, also diese Palette hier, kann es eigentlich nur so sein, dass ich dafür sorgen muss, dass der Aufzug oben bleibt. Das ist die einzige logische Sache, die mir jetzt einfallen würde. Was nicht bedeutet, dass Point-and-Click-Adventures immer logisch sein müssen. Aber jetzt ist sie oben. Kann ich denn jetzt über die... jetzt kann ich über die Leiter runter. Und jetzt kann ich über den Gabelstapler dafür sorgen, dass ich mitsamt der Kiste da durchfahren kann. Ich verstehe. So. Und jetzt kann ich wahrscheinlich die Kiste hier neben dran stellen. Wunderbar. So, kann ich jetzt... das sieht doch aber mal gar nicht so schlecht aus. Aber das sieht auch nicht gut aus. Okay, wahrscheinlich muss ich den oberen erst abnehmen. Kann das sein? Jetzt ist er hier aufgeleuchtet. Ja, das sieht, glaube ich, gut aus. Ja, das sieht gut aus, Leute. Und dann einmal so. Einmal so. Halt. Mist. Wieder runter. Schön, schön, schön. Wieder hoch. Und ich würde sagen, Bingo! Wir haben die Tür freigebracht. Kircheneingang. Okay. Kircheneingang. Hinter dieser Tür beginnt der Kirchenkorridor, in dem eine Palette einen Wartungsschacht versperrt. Ich muss irgendwie die Tür aufkriegen und die Palette bewegen. Doch, ich muss dahinter die Palette auch bewegen. Okay. Türknauf. Hier ist kein Griff. Die Tür kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Habe ich... Türknauf, Moment. Ich weiß nicht, wie ich das Schloss ohne Schlüssel aufbekommen soll. Ist das jetzt hier der richtige Schlüssel vielleicht? Der Schlüssel passt nur in die Eingangstür. Ich hab doch hier Ziegelsteinfragment. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Schade. Krampe. Wie soll ich die beiden Objekte denn zusammen benutzen? Ich weiß es nicht. Oh, was ist denn da unten? Türschwelle? Die Türschwelle ist lose. Es fällt kaum auf, aber darunter ist ein kleiner Spalt. Aha. Nein, das mache ich ganz bestimmt nicht mit bloßen Händen. Okay. Dann gib mir mal den hier. Das kann man doch bestimmt aufhebeln. Wie soll ich die beiden Objekte denn zusammen benutzen? Nicht Krampe. Und durchstochern. Ich wusste, dass ich die Krampe noch gebrauchen kann. Sehr schön. Ich habe die Krampe reingeschlagen, weiß aber nicht, ob es reicht. Wahrscheinlich nicht. Nein. Mist. Es ist mir weggerutscht. Okay, Krampe. Krampe again? Krampe. Ich wusste, dass ich die Krampe... Ja. War auch relativ logisch bei so einem Point-and-Click-Adventure. Wenn ich die Krampe reinschlage, sollte sie halten. Jetzt habe ich genug gehämmert. Die Türschwelle wurde entfernt und unter der Tür ist jetzt eine recht große Spalte. Angucken. Hinter dieser Tür beginnt der Kirchenkorridor, in dem eine Palette einen Wartungsschacht versperrt. Ich muss irgendwie die Tür aufkriegen und die Palette bewegen. Nochmal. Hinter dieser Tür beginnt der Kirchenkorridor. Ich habe gerade so diese üble Idee, Leute, dass wir mit dem Gabelstapler hier die Tür rausreißen müssen. Was natürlich eine drastische Maßnahme wäre für Lara, aber nicht untypisch. So, wo kann ich denn jetzt hin?
Ah, nein, das wollte ich jetzt eben sagen. Ich krieg aber, wenn ich das hier mache. Aha. Ah, Momentchen. Ja, ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber irgendwie werde ich doch dann. Ah, falsch. So rum. So, jetzt hätte ich hier irgendwie gerne die Kiste da nach oben geschoben, damit sie aus dem Weg ist. Geht aber nicht. Ah, Moment. Ich könnte aber jetzt die Kiste in den Aufzug stellen, den Aufzug hochfahren, dann wäre der Aufzug mit der Kiste oben. Aber ich komme ja nicht an den Aufzugschalter ran. Und dann könnte ich mit Lara hier einfach vorbeispazieren, weil ich muss ja dann mit dem Gabelstapler vorbei. Mist. Bin mir unschlüssig. Ich hole jetzt einfach erstmal den Aufzug runter, Leute. Boah, das ist gar kein so leichtes Rätsel mit diesem Gabelstapler. Wir sind doch hier von Interpol und keine Bauarbeiter. Nichts gegen Bauarbeiter, bitte, ja? Und jetzt kann ich da reinfahren. Abstellen. Ah, Moment. Was ich jetzt tun kann, ist, ich kann die Leiter wieder hoch und den Aufzug so hoch holen. Geht das? Der Aufzug ist nicht oben. Mist. Das geht nicht. Ich kann nicht über die Kiste hinweggreifen. Was kann ich jetzt tun? Hinter dieser Tür beginnt der Kirchenkorridor, in dem eine Palette einen Wartungsschacht versperrt. Ich muss irgendwie die Tür aufkriegen und die Palette bewegen. Was kann ich tun? Das geht nicht. Ich kann nicht über die Kiste hinweggreifen. Was ist das, die Türschwelle? Türschwelle? Ziemlich schwer und lang. Die hatte ich ja vorher noch nicht. Kann ich die Türschwelle? Tatsächlich. Klasse, das hat geklappt. Leute, ich glaub's ja nicht. Der Wahnsinn. Wir sind hier mit Lara im Gabelstapler. Wahnsinn, wirklich. Und jetzt reißt sie wirklich die Tür aus den Angeln, oder wie? Ah, nein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es tun will, Leute, aber ich glaube, das Spiel erwartet das. Ich sag nichts, Leute. Sie hat's einfach getan. Und sie sagt auch nichts dazu. Sie weiß schon, warum. Zum hinteren Korridor. Puh, Leute. Das war jetzt mehr als nur ein bisschen heftig. Wartungsschacht. Was befindet sich da unten? Noch ein Hinweis? Eine weitere schreckliche Schöpfung? Eine Schreckensschöpfung. Ich bin jetzt echt platt, Leute. Also, gut. Hilft nix. Wartungsschacht. Es ist zu dunkel, um zu sehen, wo der Schacht hinführt. Habe ich irgendetwas, was uns erleuchtet? Max Talisman? Das sollte ich mir mal aus der Nähe ansehen. Ah. Hier ist es zu dunkel, ich kann nicht sehen.
Ich halte es für unklug, im Dunkeln herumzusuchen. Allerdings, da würde mir jetzt einfallen, wir haben da doch diverse Lampen hier hinten zu den Rohren. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, es wäre mal wieder an der Zeit, mit Kira zu sprechen. Über alles Mögliche. Hier ist ja die Lampe. Der Scheinwerfer, aus dem ich die Glühbirne entfernt habe. Ja, die ich aber nicht mehr habe, weil ich sie in den anderen Scheinwerfer eingesetzt habe. Das ist jetzt ehrlich gesagt die erste Lichtquelle, sage ich mal, die mir hier einfällt. Reparierte Lampe. Der Schatten ist genauso wie ursprünglich. Ich muss ihn nicht weiter bewegen. Komm schon, mitnehmen. Die Lampe steht an der richtigen Stelle. Ich nehme sie da nicht mehr weg. Die Lampe hätte ich ja auch noch. Aber das ist eine... Soll man sagen, eine UV-Lampe, genau. Ich lasse sie eingeschaltet, dann kann ich mehr erkennen. Nee, die ist es auch nicht. Da hinten, gibt es da irgendwas Lampenartiges? Ich rede gleich mit Kira, Leute. Hier drin vielleicht Alu-Koffer. Der Koffer gehört den FBI-Technikern. Ich darf mich am Tatort umsehen, aber es wird ihnen nicht gefallen, wenn ich in ihren Sachen herumwühle. Aber vielleicht ist da eine nützliche Taschenlampe drin. Hier scheint auch Licht, aber hier scheint es nicht weiterzugehen. Okay. Dann rede ich mal mit Kira. Hast du eine Lichtquelle für mich? Taschenlampe, Kerze, alles ist willkommen. Hier zum Beispiel. Worüber soll ich denn mit ihr sprechen? Taschenlampe. Hab echt nichts, oder? Na, ich könnte mit dem Burke sprechen. Will ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich rede mal mit dem Edwards als erstes. Mit dem Eddie. Taschenlampe. Sie haben doch eine Taschenlampe dabei, oder? Kann ich mir die mal ausleihen? Aber klar. Das war ja nun einfach. Frei nach dem Motto, das kann ja jeder. Okay. Ja, Baustelle näher. Der Hund bellt immer noch unzufrieden. Taschenlampe angucken. Eine normale Polizeitaschenlampe. Leicht und mit Xenonbirne. Ja, also sehr leuchtstark auf gut Deutsch. Gut, dann Wartungsschacht angucken. Oh mein Gott, alle drei wurden ermordet und in diesen kalten, feuchten Schacht geworfen. Das da ist Max' Signatur. Ich muss etwas unternehmen. Oh Scheiße, Leute. Symbol. Auf ihre Stirn wurde ein Symbol eingeritzt, das wie eine Sanduhr aussieht. Auf ihre Stirn wurde ein Symbol eingeritzt, das wie eine Sanduhr aussieht. Ja, das gleiche wahrscheinlich. Ja, und Max' Signatur. Shit. Das neue Zeichen, mit dem Max seine Gemälde signiert hat. Aber wie kommt es hierher? Davon kann doch niemand wissen. Tja, außer Max. Und jetzt wird's übel. Denn die Verdächtigungen, die an mir auch herangereift sind, verdichten sich nun. Max' Signatur, ich benutze mal. Die Signatur wegwischen, die Signatur markieren, den Schacht untersuchen. Ich werde mir was überlegen, muss deswegen aber auf jeden Fall etwas unternehmen. Shit. Max' Signatur. Signatur wegwischen? Dann würden wir sein Andenken bewahren, / wenn er noch lebt, würden wir ihn schützen. Aber mal ganz ehrlich... Wenn er das getan hat, Signatur markieren, den Schacht untersuchen.
Wenn er sowas wirklich getan hat, dann können wir ihn nicht decken. Das ist... Dann muss man ihm helfen, weil sonst mordet er in Anführungszeichen weiter. Und wenn er nichts damit zu tun hat, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann, ja, dann wird sich das hoffentlich irgendwie rausstellen. Die Signatur markieren. Ich habe beschlossen, das Zeichen zu markieren, das aussieht wie das, womit Max seine Bilder signiert hat, weil... Ich glaube nicht, dass Max mit der Sache was zu tun hat. Ich bin ein Profi und darf das nicht persönlich nehmen. Ich will wissen, was das alles bedeutet und glaube, die Polizei wird ihm auf den Grund gehen. Ich muss gründlich darüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass Max mit der Sache was zu tun hat. Die Signatur ist markiert, sodass es dem FBI auffallen muss. Ob das eine gute Entscheidung war? Du bist ziemlich blass. Sag nicht, du hättest nicht damit gerechnet. Ich dachte mir, dass sie in der Nähe sind. Nein, es ist etwas anderes. Hier geht etwas Seltsames vor sich, Kira. Etwas Furchtbares, das ich nicht verstehe. Sei nicht so hart zu dir. Wir haben gerade 3 Leichen gefunden, das würde jeden schockieren. Du brauchst Zeit, um das zu verdauen. Oder ist das etwas anderes? Nein, du hast recht. Es sind nur die Leichen. Ich muss nachdenken. Weißt du was? Red mit dem Cop. Er soll sich mal nützlich machen und dich zum Hotel bringen. Ich rufe dich später an. Geh duschen, trink was und leg dich schlafen, okay? Danke. Ich schulde dir was. Okay, Leute, Tagebuch. Habe ich das schon? Ich lese es einfach nochmal. Mehrere wichtige Hinweise haben mich an bestimmte Orte der unterirdischen Karte geführt. Es gab viele offene Fragen, auf die ich Antworten haben wollte. Warum diese Hinweise... Was ist denn das? Warum diese Hinweise wollte uns der Täter in eine bestimmte Richtung locken? Und warum auf so ausgeklügelte Weise? Und die wichtigste Frage, was werde ich an dem Ort finden, an dem mich die Hinweise führen? Ich bin entschlossen, das so schnell wie möglich herauszufinden. Die Theorie, dass einer der Techniker für das Verschwinden der anderen verantwortlich sein könnte, hat sich in Luft aufgelöst, als ich mit der Taschenlampe in den Schacht geleuchtet habe. Sie lagen alle da unten. 3 Leichen, wie Abfall, weggeworfen. All die Hinweise in diesem seltsamen Spiel haben mich dorthin geführt und ihr Hauptgewinn war unvergesslich. Im Keller einer Kirche auf der anderen Seite der Welt fand ich in der Nähe von 3 Leichen Max Signatur an der Wand. Und nicht die alte, die er bei den meisten seiner Bilder benutzt hat. Es war die neue, die er erst kurz vor seinem Verschwinden kreiert hat. Meine daraus resultierende Verwirrung lässt sich unmöglich beschreiben und mir schwirrten lauter chaotische Gedanken, verrückte Ideen und Hypothesen im Kopf herum. Doch letzten Endes beschloss ich, es als Beweisstück zu markieren. Dank der Arbeit des FBIs wird sich alles bestimmt bald aufklären und als großes Missverständnis herausstellen. Das hoffe ich aber mal auch. Okay, wir sollen mit dem Cop sprechen. Ich nehme mal an, Burke oder Edwards? Ich rede das erste Mal mit dem Edwards, weil der mir sympathischer ist. Gib ihm vielleicht auch mal seine Taschenlampe wieder zurück. Warum soll ich ihm das geben? Weil es... seine Taschenlampe ist? Ich habe ihm im Moment nichts zu sagen. Und seine Taschenlampe kann ich ihm auch nicht wieder zurückgeben. Ich bezweifle, dass er damit etwas anfangen kann. Hallo, es ist seine Taschenlampe. Burke? Ich muss etwas mit Ihnen durchgehen. Haben Sie kurz Zeit? Klar. Gefundene Leichen. Sie können die Suche nach den Technikern abblasen. Wollen Sie damit sagen... Kommen Sie mit. Das müssen Sie sich ansehen. Diese Leichen. Ich komme mir vor wie ein Idiot und ich erzähle Ihnen noch, wie gründlich wir alles durchsucht haben. Auf meine Leute ist kein Verlass. Betriebsblind sein. Es ist nichts passiert. Will ich ihm eine reinwürgen? Du bist betriebsblind. Nee, es ist nichts passiert. Wenn Sie möchten, kann Edward Sie zu Ihrem Hotel bringen.
Das wäre nett. Ich würde mich gern etwas ausruhen. Verstehe. Soweit ich weiß, haben Sie den Rückflug für morgen Abend gebucht, richtig? Ehrlich gesagt dachte ich, Sie würden zurück nach Europa fliegen, ohne uns geholfen zu haben. Ich schulde Ihnen mehr als eine Entschuldigung. Gehen Sie morgen mit mir essen. Das ist sehr nett, aber ich mache lieber noch keine Pläne für morgen. Vielleicht bleibe ich einfach im Hotel. Mir ist klar, wie Sie sich fühlen. Ich habe schon viel gesehen, erinnere mich aber noch an das erste Mal. Doch Sie kommen schon damit klar. Ich rufe Sie morgen nochmal an. Okay. Wiedersehen.